Hallo! Schön, dass wir uns sehen. Könnte ein bisschen wärmer sein, aber ansonsten ist alles gut. Ich weiß nicht, wie ihr das im letzten Winter hattet oder im letzten Herbst. Da sind wir in eine Krise reingeschlittert, in eine Energiekrise. Und mittlerweile sagt die Bundesregierung, die Krise ist vorbei. Aber irgendwie zahlen wir immer noch weiter hohe Mieten. Und irgendwie sind die Preise im Supermarkt immer noch ziemlich teuer. Und die Gehälter und die Löhne sind irgendwie auch nicht gestiegen. Das heißt, diese Krise ist nicht vorbei. Egal, was Politikerinnen und Politiker uns sagen, tatsächlich wohnen wir immer noch in teuren Wohnungen von Vonovia, von Deutsche Wohnen und Co. Obwohl es einen Volksentscheid gab, und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich gehöre zu den 59% in dieser Stadt, die dafür gestimmt haben, dass große Immobilienkonzerne enteignet werden sollen. Musst du noch ein bisschen spachteln. Das heißt, die große Mehrheit ist dafür, dass mehr umverteilt wird. Die große Mehrheit ist dafür, dass Reichtum höher besteuert werden soll. Die große Mehrheit ist dafür, dass die Grundversorgung, die Daseinsvorsorge in die öffentliche Hand gehört. Was passiert? Gerade in der Krise stecken wirklich die größten Konzerne, RWE, Supermärkte, machen die fettesten Gewinne. Und das passiert mit völliger Normalität. Das ist komplett normal. Niemand ändert was dagegen, dass die Konzerne gerade in der Krise weiter Gewinne machen, während immer mehr Menschen arm werden. In diesem Land leben über 13,8 Millionen Menschen in Armut. Das muss man sich vorstellen. Jeder Fünfte lebt in Armut. Jeder Fünfte lebt in Armut. Und das mit einer vollkommenen Selbstverständlichkeit. Und dagegen wird nichts getan. Einer der größten Cheflobbyisten der Finanzmarktindustrie, Friedrich Merz, er war früher mal Chef bei BlackRock hier in Deutschland. Der ist jetzt Chef der CDU. Der sagt zu den streikenden Menschen in diesem Land, die sollen Maß und Mitte halten. Dabei geht es nur um einen Inflationsausgleich. Also um das Mindeste. Und um diesen Inflationsausgleich haben in den letzten Wochen und Monaten Millionen Menschen gekämpft und sie tun es auch jetzt gerade. Im Moment streiken Kolleginnen und Kollegen im Einzelhandel. Das merkt man nur leider gar nicht. Es geht um 2,50 Euro mehr die Stunde. Während also die großen Konzerne, Aldi, Lidl und Co. Gewinne machen, kriegen die Kolleginnen und Kollegen nicht mal 2,50 Euro mehr die Stunde und wir zahlen 20% mehr für Lebensmittel. Und genau deswegen sagen wir, genug ist genug, genau deswegen gehen wir auf die Straße, wir wollen Volksentscheide umsetzen, wir wollen endlich, dass es eine Umverteilung gibt, von oben nach unten. Wir wollen uns die Stadt zurückholen, deswegen sagen wir, wem gehört die Stadt? Dankeschön. Habt mal Spaß heute. Danke, Ines Schwertner. Und nochmal kurz von euch, das waren wir gerade viel zu leise. Wenn ihr die Frage hört, wem gehört die Stadt? Uns! Danke. Nun bin ich nicht alleine hier vom Kollektiv Goschow. Wir haben den Veranstalter an Bord und der hat auch das nächste Wort. Vielen lieben Dank, Max.